Mike Krüger, einer der berühmtesten Komiker, Künstler und Sänger Deutschlands, brach das Herz seiner Fans, als die traurige Nachricht über seinen Gesundheitszustand im Alter von 72 Jahren bekannt wurde. Krügers Leben und Karriere waren nicht nur voller Lachen und Freude, sondern enthielten auch viele tiefe Trauer und Enttäuschungen, die er im Laufe der Jahre ertragen musste. Mike Krüger wurde am 14. Dezember 1951 in Ulm geboren und wuchs in einer Familie mit seinem Vater Friedrich W. Krüger auf, einem Prokuristen der Norddeutschen Treuhandgesellschaft und späteren Geschäftsführer der Bewobau. Mikes Leben wurde bald auf eine harte Probe gestellt, als seine Mutter im Alter von 3 Jahren in einem Pariser Hotelzimmer starb. Dieser Verlust hinterließ eine große Lücke in Mikes Seele, eine Traurigkeit, die niemals verschwinden wird. Nach dem Tod seiner Mutter erlebte Mike Krüger eine Kindheit voller Höhen und Tiefen und Einsamkeit und wuchs getrennt von seiner Familie auf, während er Internate besuchte. Mike Krügers Karriere begann während seines Architekturstudiums an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, wo er regelmäßig in Folkloreclubs auftrat und schnell sein komödiantisches Talent entdeckte. Mit dem Lied »Mein Gott, Walter« brach er sein Studium ab und schlug offiziell einen künstlerischen Weg ein. In den folgenden Jahren entwickelte sich Krüger zu einem der beliebtesten Gesichter der deutschen Unterhaltungsbranche. Songs wie »Der Nippel«, »Bodo with the Bagger« und »World Hits from Quickborn« brachten ihn an die Spitze, insbesondere als »Der Nippel« Platz 1 der deutschen und österreichischen Musikcharts erreichte. Doch hinter dem Lachen und der brillanten Karriere steckte hinter Mike Krüger viele Misserfolge und großer Schmerz. Die Höhen und Tiefen in seinem Privatleben, darunter gescheiterte Ehen und gesundheitliche Probleme, führten dazu, dass er sich zeitweise müde und deprimiert fühlte. Insbesondere Anfang 2010, als er mit 35 Jahren auf der Bühne auf dem Höhepunkt seiner Karriere war, begann Mike Krüger eine deutliche Verschlechterung seines Gesundheitszustands zu spüren, die sich sowohl auf die körperliche als auch auf die geistige Gesundheit seines Großvaters auswirkte. In den folgenden Jahren zog sich Krüger allmählich aus dem Rampenlicht zurück, nicht nur wegen seines schlechten Gesundheitszustands, sondern auch wegen der Traurigkeit und Enttäuschung, mit der er konfrontiert war. Er teilte einmal mit, dass das Leben eines Künstlers nicht immer so glamourös ist, wie es scheint, aber manchmal enthält es auch unsichtbaren Druck und Einsamkeit, die schwer zu beschreiben ist. Auf der Bühne zu stehen, vor dem Publikum zu lachen und zu lächeln, ist oft nur eine Möglichkeit, den heimlichen Schmerz im Herzen zu verbergen. Im Alter von 72 Jahren löste die Nachricht über den sich verschlechternden Gesundheitszustand von Mike Krüger bei vielen Fans Trauer aus. In den letzten Jahren seines Lebens litt er unter schweren Krankheiten, die ihn dazu zwangen, die meiste Zeit zu Hause und abseits der Bühne zu verbringen, mit der er seit Jahrzehnten verbunden war. In diesen Tagen, in denen das Lachen allmählich zur fernen Erinnerung geworden ist, spürt Krüger Einsamkeit und Traurigkeit deutlicher denn je. In jüngsten Interviews konnte Mike Krüger seine Enttäuschung und Trauer über das Idea. And it's hard to be very tactical and specific about, well, here's how you be authentic on camera. And one of the ways that I like to tactically think of authenticity is that human piece, is the magic in the mundane, is the sharing bits and pieces of the behind the scenes of your life that allow people to relate to you. For example, I'm a mom, and so I talk about things that possibly other moms are going through. I also talk about things that happen when I'm on a virtual meeting or things that aren't great, like when I have to replace all 4 of my tires and I wasn't expecting that. Those seem like really kind of mundane, boring topics,
showing your personality, smiling is important, and connecting with your audience. Those are all bits and pieces of being authentic. So I'm really giving Instagram my all. I'm really teaching there. I'm very focused there. And it's a great way to communicate and get to know me because you'll get to see my stories. So content can always be led with a story, whether it's a personal story, an example. And when you're telling that story, just as we tell our kids stories or read them books, there's something about the ability to bring people with you or bring people through sort of this arc. And it doesn't mean that you have to sit down and create a video and have, this is my intro, these are my bullet points, this is my ending, this is my call to action. All of those components are really important, right? As to any good video, because you wanna have structure, you wanna be able to get people engaged, keep them engaged, get excited, tease out what the content is you're gonna talk about. But when you're starting out,